nur noch zugucken. Bist du diesmal böse? Nein, aber ich bin dann, sie gegessen hat. Wer bist du? Ich bin schuld, dass dich die Pflanze gegessen hat. Ich hatte keine Pflanze gegessen. Nein. Azrael hat mich einfach getötet, random. Weil er Wächter ist. Wer töten kann, tötet er immer mich. Also wenn ich tot bin, einfach Azrael wurden. Das funktioniert eigentlich immer. Azrael ist zu... Nein, das war nicht... Doch, Azrael hat mich getötet. Amarillo, der zum Big... Amarillo ist zu mir gekommen und hat gesagt, er gibt mir ganz viel Geld, dass ich dich nicht töte. Azrael hat mich getötet, nicht Amarillo. Ja, ja, aber Amarillo hat mir Geld geboten. Dass du ihn nicht tötest. Dass ich dich nicht töte. Ja, warum sollte er das tun? Weil er geizig ist? Nee, das war Patrick, glaube ich. Hilfe. Tschüss, Geld. Auf Wiedersehen, Geld. Frag später nochmal. Toll. Frag später nochmals. Daniel herum. Dann richtig warten und bei nebeneinander tot. Also ich schätze mal, das ist so ein Sheriff-Kill. Man hat dich nicht gut gehört. Okay. Ah, du ruckelst. Sheriff-Kill! Zwei Tote nebeneinander. Okay. Das klang schon besser, ja. Sheriff! Wahrscheinlich war das Mikro einfach nur eine Spur zu weit weg. Ja. Wahrscheinlich. Du weißt nur, wie sicher bist du, Dio. Wie lange weit links auseinander? Na, 2 mm. Ja, okay. Na, es gibt aber auch eine Entenrolle, die ist Ninja und kann zwei gleichzeitig killen. Also. Gibt's die auf der Map? Ja. Ja. Was? Okay. Haben wir die Eierkopf? Ja, die ist drin. Ja, die ist drin. Die sind alle Rollen aktiv, was ich das so gewünscht wurde. Das aber hatten wir das schon mal? Ja. Ninja? Bisher glaube ich, wir noch nicht. Doch, hatten wir. Echt? Ich wollte gerade sagen, mir sagt die nichts, gar nichts, die Rolle. Die hat schon mal eine größere Rolle. Also Ninja ist halt so, der hat einen langen Cooldown und den kriegst du nur durch Nebel schneller runter. Durch Nebel? Ja, im Nebel bleiben. Na, wenn der Ninja durch Nebel geht, ist der Cooldown schneller unten, als wie wenn er normal rumläuft. Weil der hat, glaube ich, 60 Sekunden Cooldown. Warum was ist jetzt los? The fuck? Ach, Trax ist Dodo, den braucht er nicht wählen. Was ist das denn? Alter! Ich bin doch kein Dodo. Wie kommst du auf das? Geil, du hast es doch gerade gesagt. Gesundheit, ich bin eine Taube in Wirklichkeit. Was ist egal? Besser als wenn der Dodo gewinnt. Warum bist du sicher, dass Trax Dodo ist? Na, weil er gerade zu Sarah gesagt hat. Und zu mir, kannst du jemanden killen, damit ich sagen kann, dass ich so. Achso, okay. Ich mach mal hier mein Geld, ne? Hi, Schöller. Okay, es sind immer noch. Haha, Apfel weg. Wie? Was bist du denn? Hast du gerade gesagt, oder du bist ein Geier? Das kann auch sein, dass du einfach nur sagst, es ist noch keiner gestorben. Ja, ein Geier. Bilden ein, ich hab Patrick gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Du hast den Patrick gesehen. Da kommt, Patrick, das auch. Ist okay. Ich hab, wie gesagt, ihr seid jetzt die ersten Personen. Ach, halt's an. Sind die alle da? Ja, komm, auch hier. Passt alle. Ist hier das neue Video? Wieso, wer fehlt noch? Ja. Nein, Daniel, ich hatte gerade zu Zera gesagt, sie ist die erste Person gerade in der Runde, die ich getroffen habe. Ansonsten hat sich niemand getroffen. Pass auf, Taube. Ja, ich hab gesagt, eine Taube. Ja, lass dich mal anniesen. Nein, egal, ist egal.
Wo ist Trax? Den suche ich auch gerade. Lass uns mal das rausfinden. Trax, bist du im Nebel? Komm dann raus. Ah, hier ist Trax. Ja, Paul ist nach. Ach, hi. Hey, ich meine, hey. Hi Patrick, wie geht's dir? Hey. Weißt du, diese Aufgabe ist für mich scheiße, ne? Super, super. Weißt du, was an dieser Aufgabe für mich scheiße ist? Was denn? Ich habe eine gewisse Farbenblindheit. Ah, okay. Wie ist der Sebastian? Der hat da Rot-Grün-Schwäche. Ach. Was hast du für eine Schwäche, Licht? Ich habe, wie heißt das? Ich kann das nicht ganz aussprechen. Im Endeffekt ist es so, dass ich Lichter nicht erkennen kann und alles, was helle Farben sind. Ich kann Gelb nicht von Orange unterscheiden, zum Beispiel. Ah, okay. Wir sind das gerade einmal genug, wir haben es alle gesehen. Also ganz ehrlich, wenn Azrael tot ist, wer kann es gewesen sein? Azrael, lass uns Azrael holen. Daniel. Nein! Daniel, hallo? Wollte ich mal. Daniel wurde zwar nicht am Tatort, aber er möchte gewählt werden. Ne, ich will Azrael rausschmeißen. Wer war es, Dixer? Wir haben es genau gesehen. Ich und Xan haben es gesehen, das war Xera. Ne, ich glaube ihr Amarillo. Okay, die sind sich nicht einig, das ist jetzt sehr beruhigend. Also ich denke eher, es war Esbok. Die frame ich einfach, um mich wieder rauszuhaben. Ich war ja gerade nicht eben schon tot. Ich spiele seit 2 Stunden das Spiel und war noch nie böse, also bitte. Also bist du Dodo. Okay, Bast, dann wirst du wohl jetzt rausgewählt. Ja, nee. Das... Jetzt aber mal ohne Spaß, wer ist es jetzt? Zan. Ich denke, oder? Ja. Ja. Das ist entweder Serra oder so ein S-Buckel, dann muss er mal wieder. Okay, dann... Also ihr seid euch nicht sicher. Aber die Xera sagt nix. Xera, sag mal was. Ja, aber sie kann auch Silence habe spielen. Oder Xan halt gekillt und ist Silencer. Na dann. Ich kann ja nicht im Nebel killen. Das ist ein gutes Argument. Im Nebel kann man töten. Ich kann keinen voten. Na, aber lag ja draußen. Es dauert kurz. Doch. Da ist die Wink votet. Aber Xera votet keinen. Ich glaube, die ist. Außerdem wollte Xera selber sterben. Vielleicht ist doch einfach auf K. Irgendwie ist es heute ein bisschen buggy. Oh, gut sein. Nee, sie hat doch zu mir gesagt, sie ist auf Toilette. Sie muss egal, ich bin hier mit. Oh, oder so, ja. Er kann sie ja nicht töten. Nochmal der gleiche Ort. Alles freche Dachse, ey. Ja, was soll ich sagen? Du wirst nach der Runde verstehen. Ja, ich weiß. So. Ja, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum. Ja, lass mich erstmal ja ein bisschen mit Muffas eine Person erklären. Ich lass mich jetzt töten. Ich muss mich wirklich. Das will ich sehen. Lass mich in Ruhe, ich muss fast eine Person erklären. Das will ich sehen. Komm mal kurz mit. Hier, blau, da, komm mit. Ja. Daniel, blau. Geh weg, Daniel. Ich muss da zufälligerweise lang. Verpiss dich, Daniel. Hey, warum so frech, hey? Also das ist gemein von dir. Ich hab grad keinen Bock. Ich hab grad keinen Bock auf diese Rolle. Was bist du denn für eine? Pass auf. Ja. Liebhaber, welche denn sonst? Achso. Daniel, komm hier rein, hier ist lustig. Ja, später. Okay. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Xan hat gerade noch gesagt, der Brummi ist tot und jetzt ist er tot. Obwohl das... Ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Was ist passiert? Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Okay, ich... Er hat jetzt gerade noch geredet. Dann lass es mir kurz erklären, okay? Ich bin Amarillo hinterhergelaufen. Wollte ein bisschen ärgern. Er ist Ellie hinterhergelaufen, weil die beiden Liebhaber sind. So, Xan, dann habe ich weiter meine Kiste gemacht. Hört mir zu. Dann habe ich da meine Task gemacht. Zan guckt aus dem Nebel raus, redet mit mir. Hi Daniel, ich so, hi. So zurück, habe gesehen, dass er aus dem Nebel guckt, ne? Und dann ist er halt ein Böser. Und er wird Silencer sein. Und Patrick kann nicht reden. Hat ihn wohl getötet, weil er Jäger, Wächter ist oder Dingens ist. Also votet nicht, okay? Weil das gibt alles zu viel Sinn und deswegen müsst ihr mich jetzt voten. Ja. Und was ist jetzt mit Amarillo passiert? Der ist einfach, der ist weitergelaufen. Ist egal, ob er Dodo ist. Ja, schick mir den Sieg, komm. Amarillo. Die Runde ist dann vorbei, dann ist, ne, mach ihn weiter. Sonst muss jemand Ellie oder
Amarillo töten, ne? Sonst müsst ihr einfach von denen rausboten. Ja, bitte. Dankeschön. Wer schenkt in den Todo-Kill jetzt? Ach, mein Gott, Alter. Ich bedanke mich. Das hat doch jeder mitbekommen, dass Amarillo ist. Ich hab keinen Bock auf. Was? Hat irgendwas davon gestimmt am Ende, wenigstens? Nö. Nee. Schlechter Detektiv. Ja. Paul ist dann jetzt auch. Hi. Hallo. Du hast gefurzt. Was bist denn du? Kann ich öfter. Sag ich nicht, ich finde das doof, wenn man. Das ist richtig. Rollen verratet und dann. Ach, schade, du hast ihn bisschen auf den Trick reingefallen. Aber ich kann töten. Aber, ah, das ist cool. Dann mach, tust du mir einen Gefallen, töte Azrael. Ich sehe da noch nichts. Okay? Weiß ich nicht. Ja, ich töte. Also, damit mache ich einfach nur Azrael töten. Weil der hat mich die ganze meine Runde gerade versaut. Der ist mir ganz hinterher gelaufen. Das hat jeder gesehen. Was machst du da? Klaust du Schätze? Daniel, von wo kommst du? Von links. Ja, ich suche Schätze. Kannst du wen umbringen? Ne, wir mehr Rolle ausprobieren. Ne, ich kann leider keinen umbringen, aber ich weiß jemanden, der umbringen könnte. Zumindest behauptet, dass sie umbringen könnte. Aber es ist nicht böse. Ich glaube, Scheller war das. Hm. Okay. Gelb. Okay. Ich war gerade losgelenkt, mir so, okay. Los. Das war um Schnabel zu breit. Das war sehr knapp. Ja. So viele Leute. Kann irgendwer von euch sterben? Ich will meine Rolle ausprobieren. Danke. Ich gehe gleich um die Ecken. Daniel? Was ist denn los? Ich dir spreche. Ist wer tot? Schön für dich. Oh. Daniel sprechen, komm jetzt. Ich glaube nicht, dass ich mit Azrael reden will. Tötet bitte Azrael, der will mich töten. Du Geiziger, du Idiot. Bleib mal stehen. Nein, diesmal nicht. Ja, wenn ein Geländer. Ich habe aber keine Ahnung, wer da. Okay. Jetzt muss ich das Mikro vielleicht ein bisschen näher zu mir nehmen, dass ich das nicht verstanden habe. Ayakob, sag mal bitte, geh nicht ins Licht, Carol Ann. Geh nicht ins Licht, Carol Ann! Dankeschön. Hier, Paul. Ich will auch Shit davon haben. Aber das Allerwichtigste, das kommt jetzt. Paule heißt er, ist Bademeister, Schwimmbad an der Ecke. Paule heißt er, ist Bademeister. Also, wir sind uns alle einig, wir voten Eierkopf, oder? Nö. Ja. Hat was? Uns überzeugt, dass in der nächsten was? Runde. Sag das nochmal. Was? Was? Kasper, was wolltest du denn mit dem Daniel besprechen? Das ist doch für uns allen. Das ist volle Punkte. Warte mal, wo ist Xera gefunden worden? Du verstehst das mit mir noch nicht. Trainingsgelände. Das kann ich dir nicht erklären, dafür kennst du mich. Trainingsgelände? Also wo ist denn das überhaupt? Rüsttracks. Das ist das, wo der Boden und so ist. Weiterkommen. Okay, ja, nicht von oben bei der Ursprung. Endlich weißt du, Daniel und ich. Wir funktionieren auch gerade. Daniel und ich sind zwar Rivalen, aber Daniel und ich. Aber ich sehe dich als Rivalen. Also, sie lieben sich abgöttisch. Was? Ja. Ich sehe ihn mehr so als kleinen nervigen Bruder, ne? Es ist Liebe auf den ersten Kill. Wenn bist du der auch kleine wenn Bruder. Sie beide warum das haben nicht so viel Leid so wollen. Wollen wir den Bruder? Okay, es ist eine Stimme, das ist die von Azrael. Ich werde nicht verdächtig, das ist gut. Ich hab vergessen zu töten darfst du ihn! Das war schön. Wie geht's dir denn zusammen? Na, mit der Rolle bin ich gerade nicht zufrieden. Ich brauche eine extra Runde. Was brauchst du für eine? Wie soll ich, kann ich dir vielleicht dabei helfen? Na, ich köpfe jetzt leider nur das Fernglas. Ach so. Was willst du denn sagen, Azrael?
Daniel, kann ich jetzt mal bitte mit dir sprechen? Willst du mich partyen? Ja, komm, jetzt muss mit dir alleine sprechen. Willst du mich partyen? Nein, leider nicht. I wish, ich wäre mal böse. Bist du böse? Nö. Ich will wieder die Leute verraten. Kann ich nicht, nein. Leider nicht. Schade. Ah, damn. Ah, hier ist gerade der Schein runtergerollt. Wer war das gerade, der an uns vorbeigelaufen ist? Ich würde sagen Xan, es sieht aus wie Xan. Ne? Ja, okay, das Daniel kann auch dein sein. Daniel ist Lust, eindeutig. Ich habe gerade Monsieur Eierkopf gefunden bei Brunnen oben. Der lag auf der rechten Seite vom Brunnen. Ich kann Daniel jetzt gerade leider, auch wenn es mir im Herzen wehtut, rausnehmen für diesen Kill. Ich habe auch sonst niemanden da oben gesehen. Ich habe vorher Paul gesehen, aber der war unten, wo ich mit Daniel mich kurz unterhalten habe. So, wie gesagt, ansonsten habe ich niemanden gesehen. Aber keine Sorge, Leute, für diesen Kill kann ich Asriel nicht rausnehmen. Zuletzt gesehen? Ich jetzt wieder die Stimme? Wer hat Eierkopf zuletzt gesehen? Ich hab nicht mal die Runde hier gesehen. Ich habe eine richtig gute Möglichkeit herauszufinden, wer es sein könnte. Daniel, bist du es? Okay, nein. Asriel, bist du es? Okay. Zan, bist du es? Elli, bist du es? Okay. Amarillo, bist du es? Ich hab versucht, einen Apfel abzuschießen und keine Vögel. Trex, bist du es? Ich hab noch eine andere Frage. Hat sich Daniel gerade bewegt? Bleib nur noch hier über, Scheiße. Hat sich Daniel bewegt gerade? Ich würde einen D8. Ja. Ob sich Daniel bewegt hat? Ja. Okay. Ich kann's nicht sein. Der Stein, ich schau dir meinen Paul hat mich sogar in der ersten Runde gesehen, wie ich fast überrollt wäre von dem Stein. Ja. Also, ja, Sandra, was ist, wenn sie selber überrollen lässt? Ich bin gelaufen! Schnabelbreite war das! Ich bin fast Jones. Daniel ist gegangen und hat umgedreht, weil er mit mir geredet hat und der Stein ist vorbeigerollt. Er hat seine Kleinbarschen also, in die Hand genommen. Ich wollte einen Apfel abschießen. Votet für mich. Also, einer von euch hat gelogen. Ihr seid keine ehrlichen Kinder. Wie kommt ihr auf so eine wilde Idee? Genialität nennt sich das. Das ist wie so ein richtig schlechter Detective versucht, den Fall zu lösen und ich hab's aber nicht. Amarillo, ich weiß ja, dass du es bist. Woher? Ach, du hast gerade was Geständnis? Okay, ich hab keine Ahnung. Aber da du mich jetzt verfolgst. Ich glaube, dass es Ellie ist. Ich glaube, das ist Ellies erste Killerrunde. Nee, ich glaube, Amarillo hat sich gerade verraten. Ich frag immer woher. Kann natürlich auch. Okay. Es bug! Alle fliegen rum. Stimmt. Wieso fliegen wir rum? Wir sind doch Gänse, hallo? Wir dürfen fliegen. Ja, aber es bug, du bist bei mir jetzt links, rechts, rauf, runter, links, rechts und so. Dann dachte ich mir, ja, es spielt. Ja. Okay. Ja, das ist ein Cheatcode in Goose Goose Duck. Weißt du, warte kurz, ich zeig dir. Weißt du, wie hier funktioniert? Das heißt Up, Down, Getaway. Oh, ich will das doch endlich schaffen. War der gut? Er hat es übrigens nicht verstanden. Hat es funktioniert? Ist jemand tot? Nein. Hast du ihn verstanden? Leiche? Irgendeine Leiche? Haben wir wohl Leiche? Nee, ich habe endlich den Apfel getroffen. Trax, hast du ihn verstanden, den Witz? Ja, weil man nicht... Nein, ich habe ihn nicht verstanden. Up, down, getaway. Da ist eigentlich gar keine Aufgabe. Das ist ein Cheatcode. Doch, sicher ist deine Aufgabe. Bogen... Schwierige Sache hier gerade. Mhm. Ja, das geht. Nice. Nee, Daniel.